Willkommen zu einem Kurs über Controlling. Controlling ist ein komplexer Begriff, der dazu helfen soll, Unternehmen erfolgreich zu machen. Im folgenden Kurs wird es darum gehen, Controlling für kleinere Unternehmen greifbar zu machen und zu erklären, wie ein Controlling ohne Controller funktionieren kann. Das ist vor allem für Unternehmen relevant, die kleiner sind, die vielleicht nicht so komplex sind oder vor allem auch für Unternehmen, wo sie bereits sehr gute Informationen haben aus ihrem Rechnungswesen und bis jetzt nicht darüber nachgedacht haben, einen Controller bei sich einzurichten. Und solche Unternehmen müssen nicht verzagen. Auch für diese kann man ein Controlling implementieren. Allerdings benötigt es dazu keinen Controller, sondern ein gewisses Vorgehen, mit dessen Hilfe ich in jedem Unternehmen eine ordnungsgemäße Unternehmensführung mit Hilfe eines Controllings sicherstellen kann. Sie brauchen dazu im Wesentlichen drei Dinge. Erstens, was sind Ihre Ziele? Wo wollen Sie eigentlich hin? Zweitens müssen Sie wissen, wo Sie stehen. Das bezeichne ich als Transparenz. Und der dritte wichtige Punkt ist Konsequenz. Das heißt, Sie müssen regelmäßig darauf schauen, dass Sie Ihre Ziele und Maßnahmen, Strategien auch wirklich umsetzen. Und auch dabei kann das Controlling sehr viel Hilfestellung leisten. Und wenn es Ihnen gelingt, diese drei Bausteine, Ziele, Transparenz, Konsequenz in Ihrem Unternehmen gut zu verankern, dann haben Sie schon ein sehr gutes Controlling und auch weit entwickeltes Controlling, ohne dass Sie dazu eine eigene Controllerstelle brauchen.